Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie erneut zum Videoblog der Rechtsanwaltskanzlei Heidecker. Mein Name ist Jan Heidecker, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Ich möchte Ihnen heute aus aktuellem Anlass von einer Abmahnung der Sky Deutschland Fernsehen GmbH und Co. KG berichten. Die uns hier vorgelegte Abmahnung ist datiert auf den 13.09.2013. Wir haben bereits in den letzten circa 2 Jahren zahlreiche Mandanten, insbesondere Gaststättenbetreiber, gegen Abmahnungen der Sky Deutschland Fernsehen GmbH vertreten. Der in diesen Abmahnungen getätigte Vorwurf beruht immer darauf, dass den Gaststättenbetreibern vorgeworfen wird, unerlaubt eine öffentliche, und hierauf kommt es an, Ausstrahlung einer urheberrechtlich geschützten Sportsendung vorgenommen zu haben. Es ist so, dass im öffentlichen Bereich, also insbesondere bei Kneipen, Restaurants etc., mit dem Sender Sky grundsätzlich ein sogenanntes gewerbliches Abonnement abgeschlossen werden muss. Die Firma Sky beauftragt sodann entsprechende Kontrolleure, um zu kontrollieren, ob mögliche Gaststätten Sky ausstrahlen, obwohl kein gewerbliches Abonnement vorliegt. Liegt ein gewerbliches Abonnement nicht vor und es wird festgestellt, dass hier unerlaubt Sky gezeigt wird, folgt im Regelfall eine solche Abmahnung an den entsprechenden Inhaber der Gaststätte. Neben der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung werden von den Abgemahnten in diesen Fällen häufig oder regelmäßig Beträge zwischen 800 bis 2.000 Euro als Abgeltungsbetrag gefordert. Die Frage, die sich immer stellt, ist, wie mit einer solchen Abmahnung umgegangen werden muss. Hierzu muss man wissen, dass nach meiner Auffassung bei den Abmahnungen des Senders Sky hier besonders vorsichtig vorgegangen werden sollte. Es gilt natürlich grundsätzlich, dass Abmahnungen zu beachten sind, die Fristen notiert werden müssen und insbesondere auch eingehalten werden sollten. Jedoch haben wir in den letzten 2 Jahren die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Abmahnungen des Sky Deutschland Fernsehen GmbH und Co. KG bei Ablauf der Fristen ganz konsequent gerichtliche Verfahren eingeleitet werden. Die Streitwerte dieser Verfahren sind dann auch nicht unerheblich. So wird regelmäßig bei einem einmaligen Verstoß durch die Rechtsprechung ein Gegenstandswert in Höhe von 25.000 Euro allein im einstweiligen Verfügungsverfahren durch die Gerichte als angemessen angesehen. Das heißt, es kommt hier bei diesen Abmahnungen wirklich darauf an, korrekt zu reagieren und vor allen Dingen bei Erhalt der Abmahnung schon zu reagieren. Natürlich haben wir auch häufig Mandanten, die uns gegenüber behaupten, dass überhaupt gar kein Sky gezeigt wurde. Man muss jedoch auch in diesen Fällen tatsächlich die Beweissituation abwägen. Das heißt, inwieweit stehen dem Gaststättenbetreiber eigene Zeugen zur Verfügung, um hier möglicherweise im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu beweisen, dass tatsächlich an diesem Tag kein Sky gezeigt wurde. Es ist hier also wirklich von entscheidender Bedeutung, um wirklich hohe Kosten zu verhindern, an dieser Stelle richtig zu reagieren und insbesondere die Abmahnung hier nicht zu ignorieren. Aufgrund unserer Erfahrungen in den letzten 2 Jahren bedarf es da tatsächlich wirklich einer Einzelfallbetrachtung. Wir bieten Ihnen an, im Falle des Erhaltes einer Abmahnung der Firma Sky, dass Sie uns diese einmal vorab unverbindlich zuschicken. Sie können sich dann gerne telefonisch bei uns in der Kanzlei melden oder wir rufen Sie auch zurück und würden kurz Ihren Fall besprechen. Sollten Sie tatsächlich Sky gezeigt haben, ohne ein gewerbliches Abonnement zu besitzen, ist es auf jeden Fall anzuraten, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Wir raten jedoch grundsätzlich davon ab, die den Abmahnschreiben anliegende Unterlassungserklärung abzugeben, sondern diese sollte insbesondere vor dem Hintergrund der dort festgelegten Vertragsstrafe in sogenannter modifizierter, das heißt abgeänderter Form, hier möglicherweise auch nach dem sogenannten Hamburger Brauch abgegeben werden. Wir stehen im Falle des Erhaltes einer Abmahnung durch den Sender Sky zur Verfügung. Gerne können Sie sich auch auf unserer Homepage unter dem Stichwort Sky umschauen. Dort haben wir auch über einige Fälle bereits berichtet, auch über gerichtliche Fälle. Und sollten Sie Fragen zu dieser Thematik haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis demnächst. Danke.